Gefühle zu unterdrücken ist eines der schlimmsten Dinge, die du in deinem Leben tun kannst, denn wenn ein Gefühl schon mal da ist, hast du letztlich langfristig gesehen keine andere Wahl, als dieses Gefühl zu durchfühlen. Das ist eine Energie, eine Gefühlsenergie, die erzeugt worden ist und die jetzt einfach nur gefühlt werden will. Wir können uns zwar davor scheuen, dieses Gefühl zu fühlen, aber dann wird es uns begleiten, das restliche Leben. Beispielsweise, wir trennen uns von einem Partner und es entsteht ein Trennungsschmerz, eine Verletzung vielleicht. Und wir sind vielleicht auf diesen Partner sehr böse und das vielleicht bis ans Lebensende, weil wir diesen Verlustschmerz, diesen Trennungsschmerz nicht fühlen wollten. Und dann muss man sich vor Augen führen, dass dieser Schmerz, den man das ganze Leben mit sich herumträgt, die ganzen Beziehungen zu seinen Mitmenschen beeinflusst und natürlich auch einen selbst beeinflusst, weil es einen immer wieder emotional beschäftigt, immer wieder beschäftigt. Also diese Schmerzen klopfen immer wieder an die Türe und wollen gesehen werden, wollen gefühlt werden. Deswegen ist es viel, viel lebendiger und natürlicher, diesen Schmerz einfach nur zu durchfühlen und dann vielleicht 2, 3 Wochen, 2, 3 Monate Rotz und Wasser zu heulen und dann ist dieses Gefühl aber durchfühlt. Dann ist man durch diesen Schmerz durchgegangen. Und danach ist einfach nur noch die pure Lebendigkeit da. Danach ist man befreit von diesem Filter der Unterdrückung, dieser dämpfenden Schicht des Gefühls, das schwer auf uns liegt, sondern wir können wieder atmen, wir sind frei, wir sind lebendig, wir können sprießen, uns ausdrücken und nach außen gehen und sind einfach fröhlich. Natürliche Lebensfreude kann so wieder eintreten. Deswegen ist es so wichtig, Gefühle, wenn sie mal da sind, dann auch tunlichst zu durchfühlen. Wirklich sich diesem Gefühl hinzugeben. Die Aufmerksamkeit auf das Gefühl legen, auf den Körper legen. Man muss sich im Klaren sein, wenn man bei den Gedanken bleibt und immer wieder sagt, oh, der ist schuld und der hat mich betrogen und der hat so schlimme Sachen gemacht, dann erzeugt man immer wieder neuen Schmerz, immer neuen Hass, immer neue Wut. Und dann wird das Gefühl nicht weniger. Staut sich immer mehr an. Und deswegen ist es so wichtig, nicht neue Hass- und Wutgefühle zu erzeugen durch die Gedanken. Also jeder Gedanke löst oder kann auch ein Gefühl auslösen. Dessen musst du dir bewusst sein. Und wenn Gefühle da sind, wirklich dann durchfühlen. Du spürst es selber, dass du dich so ein bisschen matt fühlst, dass du dich so ein bisschen beschlagen und niedergeschlagen fühlst, ja, niedergeschlagen im Prinzip durch das Gefühl, egal was da gerade nicht gefühlt werden will, ob das Scham ist, ob das Angst ist, ob das Wut ist, ob das vielleicht sogar Freude ist, ja, manche verbieten sich sogar fröhlich zu sein oder Traurigkeit vor allen Dingen. Traurigkeit. Also widme dich deinen Gefühlen. Unterstütze dich selber dabei, deinen Gefühlen näher zu kommen, auch durch Sport, um den Körper in Bewegung zu bringen, tief zu atmen, weil dann, wenn da neue Energie in den Körper kommt und die Energie zu fließen beginnt, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass die Energie des Gefühls zu fließen beginnt und wir das dann besser fühlen können. Ja, also mehr dazu, wie du mit deinen Gefühlen umgehst, findest du im Lebeblog.